Ich hoffe, dass das besser ist. Trotzdem werde ich weiter auf Deutsch bleiben. Ne? Ich bin hier eigentlich. Theoretisch müsste das hörbar sein, weil ich auch auf Unmute bin. Gucken wir mal weiter. Da gebe ich jetzt noch nee, diese Informationen mit rein. Dass wir so ein bisschen wiederfinden und auch so ein bisschen nachvollziehen können. Und jetzt einfach mal so einen Überblick über die ganzen Fähigkeiten. Was kann die API eigentlich? Ne? Also laut Dokumentation zumindest. Aber wir können uns ja auch noch an die Dokumentation irgendwie halten. Also ich kenne zumindest nichts anderes, wie wir da jetzt rankommen. Wir müssten halt jetzt ein paar Befehle uns angucken, um das dann entsprechend entscheiden zu können. Ne? Also wir würden jetzt mal, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, eine Tabelle bauen. In diese Tabelle schreiben wir jetzt einfach mal rein, so die Fähigkeiten, ne? Also Abilities. Ich würde es trotzdem so ein bisschen auf Englisch machen, aber was haben wir denn hier so intern? LinkedIn Integration und dann irgendwie die Abilities. Ne? Abilities. So. Das war halt hier mal so ein bisschen die Abilities runterschreiben. Da hätte ich jetzt gesagt, einfach mal so den Namen. Eine kleine Beschreibung, also Description, ja. Und irgendwie den Link, ja, Link, also Quelle oder Source, ja. Dass wir das mal so ein bisschen eruieren. Und würde ich jetzt, da wir jetzt einfach kein Wissen darüber haben, würde ich jetzt einfach mal eine Quelle nehmen, das Ganze runterschreiben und dann einfach gucken, was kann dieses LinkedIn eigentlich, ne? Deswegen, ja, wir wollen da schnell ankommen, aber lass uns einfach mal wirklich von oben nach unten gehen. Es entdecken und, ja gut, jetzt ist es auf Englisch, aber Explore LinkedIn, API Documentation for Compliance, Consumer Learning, Marketing, Sales and Talent Solutions, okay. Und dann gehen wir mal jetzt einfach mal von oben nach unten, denke ich mal. Nee, okay. Important, notwithstanding anything. Okay, das ist Disclaimer, ist okay. There's the terms of use. Later on, if we are using it, später, wenn wir das benutzen, sollten wir diesen Terms of Use mal auf jeden Fall mit dabei haben. Deswegen hätte ich das jetzt einfach mal kurz als Überblick hier drin gehabt. Ne, das war jetzt so ein bisschen, ja toll, den Überblick wahren. Allerdings hätte ich jetzt einfach nur gesagt, dass hier entweder man nimmt das Tool. Ich habe aber auch noch ein anderes Tool. Ist eigentlich auch ziemlich cool. Warum? Zeige ich gleich, weil wir das nämlich auch hier oben nehmen können. Da gibt es auch einen Shortcut für, aber in den Developer Tools, lass uns mal kurz gucken. Genau, da gibt es One Comment und dann gibt es hier Screenshot. Ne? Und dann kann man nämlich auch so ein Full Size, von mir aus ein Full Size, aber ich nehme eine Area. Dann kann ich das Ganze ein bisschen scrollen auch und dann kann ich mir nämlich die Area hier rausfotografieren. Hat er jetzt, aber dann lädt er das halt als PNG runter. Ne? Hat er hier so ein. So eine Daten. Wenn man es gerne so machen möchte, kann man das machen, aber ich finde mein Tool, was ich habe, dieses Screenshot besser. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so weitergehen. So. Consumer Solutions. The LinkedIn Consumer Solutions enables Sites and Applications the power to enhance the sign-in experience using the world's largest professional network, the Consumer Solutions Program. Sign in with LinkedIn and share on LinkedIn. Follow the links below to learn more about blah, blah, blah. Ja. Okay, share on LinkedIn, add to profile, plugins, authentication, API concepts, best practices, breaking change policy, error handling. Okay. Sign in. Okay, das ist, was wir so ein bisschen können. Sign in. Okay. Sign in with LinkedIn. Das ist etwas, was wir jetzt können. Okay. Das würde ich jetzt in unsere Sammlung einfach aufnehmen. Ja. Das heißt irgendwie sign in. Ja. So ein bisschen einloggen, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Ne. Irgendwie Authentifikation. Was man, you sign in with LinkedIn to reduce the more sign-ins up. Okay, minimize the cost and time as you're implementing your own login. Okay. Also hätte ich jetzt einfach mal das hier reingebaut und die Beschreibung ist einfach mal ja, sich in LinkedIn anmelden. Ne?
Sich in LinkedIn anmelden. Gucken wir noch mal weiter. Etwas auf LinkedIn teilen. Okay. Share on LinkedIn. Das ist erstmal der Name. Etwas auf LinkedIn teilen. Ja klar, wir machen jetzt halt keine richtige Programmierung, aber das ist halt auch wichtig für den Entwickler. Der muss halt einen Überblick haben über das, was halt so passiert. Ne? Und von daher muss man das auch mal machen, was man halt so mit LinkedIn kann. Overview. LinkedIn is a powerful platform to share content with your social network. Get your content in front and audience of LinkedIn professionals. Okay. Das verstehe ich jetzt so, dass man das einfach ja, wirklich teilt. Einfach so ein Post teilt sozusagen. Ne? Ich gehe jetzt nicht ins Detail rein. Ne? Ich gehe jetzt einfach bloß so ein bisschen durch, dass wir da so ein bisschen Überblick haben. Okay. Okay. Gut. Dann kann man was zum Profil hinzufügen. Okay. Das ist nicht so gut irgendwie. Das kommt hier völlig aus dem Ruder. Natürlich total komisch. Plugins gibt es hier noch irgendwie. Share, Follow Company, LinkedIn Autofill. Lass uns mal das mal mit Share Plugin. Plugins are quick and easy way to drop them into your website. Okay, use a Share Plugin to easily share content to your LinkedIn. Ja, okay. Wir können halt jetzt das Plugin benutzen, okay? Using JavaScript Snippet below will generate a LinkedIn Share Button. The example below contains a data. Modify the include your favorite link or link. Okay. Das ist natürlich nice, aber da haben wir halt ziemlich schnell was auf LinkedIn teilen können. Ich überlege natürlich so ein bisschen zwischendurch, wie kann man das halt in einem Unternehmen einbauen, was man halt in LinkedIn, ja, so baut, aber mit JavaScript. Mal gucken wir mal weiter. Share in a post, ja. Also man kann schnell auf LinkedIn was teilen. Einfach, wenn ich jetzt was teilen möchte. Ja gut, kann man machen, muss man nicht. Das Share-Plugin, okay? Das würde ich jetzt mir einfach mal mitnehmen, weil das scheint schon ziemlich nice zu sein, das Share-Plugin. Share-Plugin, ja. Dann gibt es halt hier nochmal, das ist halt irgendwie so ein JavaScript-Snippet. Ja. Kann man ja so, genau. Okay, gehen wir mal zurück zum Overview. Da gab es ja noch was. Share on LinkedIn. Ach nee, das ist ja genau. Okay, gehen wir mal zu Best Practices. Application Development. Okay. Wir haben Authentifizierung, wir haben Error Handling und Logging. Okay. Eigentlich würde ich gerne Nachrichten schreiben zu speziellen Leuten, ne, dass man halt irgendwie auch Nutzer dort eintragen kann. Das heißt mal API Concepts, Best Practices, Request Method, Field Projections, Response Decoration, Pagination, Rate Protocol Query Tunneling. Machen wir mal den Overview. Decoration, okay. Gehen wir mal zu Data Formats, Input. XML ist noch supported als ein JSON, das ist schon mal gut. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ich will eigentlich die einzelnen Nutzer alle anschreiben können. Kann ich dann aber demnach nicht, ne? Das heißt, so diese Microsoft-Gedönsrad-Sache würde ich jetzt mal außen vor lassen. Hab mir jetzt halt drei Sachen rausgesucht, dass man irgendwie sich einloggen kann, dass man irgendwie was auf LinkedIn teilen kann, allgemein. Okay. Ja, kann man erstmal was teilen, ist okay. Weiß ich noch nicht, ob ich was auf LinkedIn teilen möchte, extra aus dem... Ich weiß noch nicht, ich sehe das noch nicht so richtig, dass es was bringt. Egal. OAuth-Issue with LinkedIn from Salesforce, das ist ein OAuth, okay. Ja, will ich jetzt erstmal nicht lösen, weil das ist ein spezielles Thema.
Also nein, gucken wir mal mit einem SharePoint, okay. Das müsste ich mir jetzt mal durchlesen, würde ich mal sagen. Ne? Deswegen heißt es erstmal lesen. Ja. File Connect, okay, let's see. Also gucken wir mal, das soll ein File Connect sein. Gucken wir mal im Setup, ob das irgendwie funktioniert. File Connect. No, oder Connect. Files Connect. Sets as Files. Das ist natürlich irgendwie nice. Ne? Okay, mal kurz gucken. Okay, interessant. Okay. Go to build customer setups for settings so you can access file connect tools. Now click on edit enable the file connect button there. What is
Was heißt das jetzt? Das Learning Device Up. Okay. Now you will have to set access permission for the file connect for the security permission set. System permission ID. And for SharePoint versions, blah blah blah. You will have to select the option accordingly for manage assignment option for connect the current software. Okay. After setting up the user permission, now it's time to set up the auth provider. You can find this option from the equipment. Here many times you can okay. Log into the SharePoint instance, go to any site with which you want to connect. Now you can configure a newly created app with the app's website. Not really. No, no. I think that is more worth it. Let's see. Okay, lass uns mal das hier gucken. Ach so, ja, okay. Dann wird es halt keine Integration geben, ne? Wie keine API, die offen ist. Das scheint hier wirklich in Ordnung zu sein. Okay. Ja, das ist schon mal gut, dass es hier Get People gibt. Okay, interessant. Ja, das ist natürlich cool. Ne? PI Key generieren. Das ist schon wichtig hier mit dem API Key, würde ich sagen. Sign into Sales Navigator. Let's do a quick security check. Ja, aber das kostet Geld, ne? Das will ich nicht haben. Nee. Das will ich nicht haben. Das ist natürlich cool hier. Click sign in, log into your account to enter, click OK. Okay. Ah, okay.
Ich denke, ich bin schon eingeloggt. Also kann ich hier also meine Apps createn. Okay. Von der Support-Menü klick. API. But there's no Support. Ah, wir klicken uns einfach mal kurz durch. Okay. Sign in, share on LinkedIn, okay. Sie applies, wie man der applies, okay. Okay, so ein bisschen Überblick hat man ja jetzt sozusagen, was es da so gibt. Okay, dann können wir HTTP-Link-In-API als Indicator User. Retrieve Basic Profile Data. Requesting Additional Profile Fields. Requesting Alternate Profile Language. Aber das hier scheint schon mal ziemlich gut zu sein, ne? Deswegen werde ich den mal hier eintragen. Okay. Und ich werde das auch mal in Rot hinterlegen, dass wir das hier mal ein bisschen priorisiert betrachten. Ja, fett auch, aber Rot, weil ich das ziemlich wichtig finde hier. Den hier würde ich wegschmeißen. Ja, you can authenticate, okay, you can get other languages, okay. Let's go for this, apply this. Okay. Okay. Schade. Ich sage erstmal, dass diese App, ja, Developer News, okay, My Apps, Your Apps, Pair Status, ja, zwar nice ist. Aber ich nicht glaube, dass die uns irgendwie weiterhilft. Ich würde sagen, dass wir LinkedIn mal sein lassen. Und uns mal um was anderes kümmern. Ne? Ich denke, LinkedIn ist jetzt nicht so das Wahre. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Traffic darauf. Von daher würde ich sagen, lass es mal LinkedIn sein. Wir haben jetzt ein bisschen was gemacht hier, ist okay, aber ich glaube, LinkedIn ist nicht so die richtige Wahl. Lass uns das mal einfach zurückstellen. Ja. Das heißt, wir machen das mal auf on hold. Ja, das war da einfach den Kram erstmal zurückstellen und eine andere User Story einfach wählen. Ne? Ja, wir haben jetzt natürlich auch noch viel Papier hier, wo wir eigentlich eine User Story erstellen müssten. Und sobald uns eine einfällt, sollten wir auch eine erstellen. Momentan habe ich es einfach nur auf Papier. Müsste das also erstmal durcharbeiten, was ich auf Papier habe. Kann ich jetzt nicht machen. Deswegen, ja, war das jetzt mal so ein bisschen ein anderer Versuch, sage ich mal. Aber ich gucke jetzt trotzdem erstmal nach einer anderen User-Story für euch. Dass wir da mal ein bisschen machen können. Ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich es doch wieder auf Englisch machen. Damit das überhaupt jeder mitkriegt, was ich hier will.
denke, die Priorität werden wir jetzt mal das höchste nehmen. Outgoing E-Mails sent to defined group. Ja, dadurch, dass ich den Mitarbeiter hier auf dem anderen habe, kann ich das mal zeigen. Mitarbeiter ist gerade auf dem anderen Projekt drauf und deswegen können wir da jetzt dran arbeiten. Was ist das für eine User Story? Das ist die 106, genau. Dann würde ich das nämlich hier nämlich mal runterladen. Ja. In die 106. Genau. Und dann mal schauen, gucken wir uns das mal an. Wir haben uns jetzt erstmal hier eingeloggt, sind halt auf der Developer-Konsole und auf dem Outbound-Change-Set. Die Outgoing-E-Mails sieht man ja hier, das ist glaube ich auch auf Englisch alles, ne? Ja, die Muss-Felder klappe ich erstmal ein und dann sieht man hier. As a Product Manager, I want to have a tool, yeah, so that I can send some E-Mails from quote to a couple of people and not only one, ne? Ich möchte also was zu mehreren Leuten was hinschicken. Akzeptanzkriterien habe ich halt, Groups can be defined beforehand. Die Gruppen werden halt definiert durch Accounts, aber das wird gleich nochmal gezeigt. E-Mails will also be sent to a predefined group of people or just one person. Werde ich auch gleich nochmal zeigen. Funktioniert auch schon soweit. Können wir also eigentlich schon fast deployen. Müssen wir halt bloß gucken, wie das denn halt ist, ne? Finde ich auch gut, weil man das einmal im Monat nämlich machen muss. Oder ich, was ist das, Leistungsnachweis? Ne, das muss ich einmal die Woche machen. Und von daher, genau. Attachments will be sent as well. Wir müssen halt die Attachments noch senden. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Use Accounts and Contacts. These are gonna be some accounts. Related Contacts will be the people to send to. An email will be sent to a defined group or group members. Also die Contacts. Ne? Gucken wir uns das mal an. Wir sind da eigentlich auf einer Opportunity, da haben wir auch schon Testdaten drin, da geht mal rein. Testdaten gibt es auch ein Quote für, ist ein Testdatum, heißt immer von, aus der gleichen User Story heraus. Und wir haben hier so einen Send Leistungsnachweis sozusagen. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz in den Code gehen, ich glaube hier ist das irgendwo drin. Bitte mal den Label, irgendwo gibt es ein Label wahrscheinlich. Ja. Und da wird der Label benutzt, dann wird halt hier die Error-E-Mail benutzt und genau. Da werden dann auch der ganzen Krams hinzugefügt. Das zeige ich mal ganz kurz im Hintergrund, was dort für ein Label auftritt. Das ist nämlich dieser Label hier. Ne? Aber der wird hier halt hinzugefügt, der Label, in diese Liste. Und die wird am Ende dann auch, ja, da werden alle Adressen hinzugefügt sozusagen, wo es halt hinzugefügt werden muss. Das sind im Prinzip auch alle, also einmal zum Label hin wird es hinzugefügt und dann halt zur Gruppe. Ne? Das wird irgendwie aus Accounts aufgebaut. Das würde ich jetzt mal testen einfach, um zu gucken, ob es passt. Das heißt, ich habe hier eigentlich auf der Opportunity, genau. Auf der Opportunity, da hatten wir ein Feld definiert. Dieses Feld, jetzt müssen wir mal gucken, wo es ist. Genau, send zu den ganzen Leuten hier soll das hingeschickt werden. Und ich gucke jetzt einfach mal, ob das passt, ne? Ob das überhaupt so der Fall ist. Also es gibt jetzt hier zwei Kontakte irgendwie. Die Kontakte, okay, 1 und 2. Das heißt, es sollten ja dann drei E-Mails rausgehen. Ne? Genau. Es sollten eigentlich drei E-Mails rausgehen, wenn ich das jetzt tue. Ja? Das teste ich jetzt auch mal. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir das halt mal angehen. Ne? Also ich würde das halt einfach sagen, Test. Das würde, ja, das würde ich jetzt zu manisch auch schicken, einfach als Test. Ne? Das heißt, einfach mal Test. Dann weiß mein Mitarbeiter auch Bescheid, dass ich da gerade dran bin. Ne? Und dann sende ich das einfach mal dahin. Und guck gleich auf meine E-Mails. So, erstmal ist es geglückt. Das heißt, dort wird jetzt hin verschickt. Das ist schon mal schön. Gucken wir mal in den Hintergrund, was da so abgeschickt wird. Ja, schön, es kommt an. Wir müssen aber nochmal gucken, ob das auch richtig ankommt. Ja, ich bekomme auch eine Nachricht über meinen Kanal. Das ist auch schön. Ja, jetzt muss man mal kurz gucken, wo geht denn das Ganze hin? Ne? Zum Mitarbeiter eigentlich nur. Also, das ist ja BCC. Deswegen bekomme ich das Ganze hier, aber es geht halt hier noch zu mehr Leuten, nämlich zu Manisch, okay.
Und zu wem noch? Nur zu mir. Ne? Also das heißt, das Tool funktioniert gerade nicht. Ne? Funktioniert irgendwie gerade nicht. Einfach aus, keine Ahnung warum. Ne? Es gibt jetzt hier zwar hier Edit Contacts, aber das wird da nicht hingeschickt. Also das Tool an sich funktioniert noch nicht. Ja. Das heißt, den Test muss ich dann nochmal schreiben. Also gucken wir uns das mal an. Gucken wir mal an, ob eben der Test durchlaufen wird. Ne? Normalerweise müsste dann der Test durchlaufen werden. Dort müsste dann eigentlich eine E-Mail-Message am Ende bestehen und diese E-Mail-Message muss halt den enthalten. Aber hier im Test gibt es halt einen Fehler. Ja? Deswegen, da gibt es einen Update-Fail. Gucken wir uns mal an, warum. Ich werde aber auch hier ein bisschen updaten. Ja? This Episode. Ich werde mal ganz kurz This Episode updaten. Für nächstes Mal. Also für. Zack. Das hat, na, jetzt. Next Episode. Okay. This Episode. Genau. This Episode. Nehme ich einfach mal das hier. No. Plan Topics. Bla bla bla. Last Episode. No. So I will delete. Also werde ich jetzt erstmal letzte Episode hier löschen, dass ihr da auch einen Überblick habt einfach. This Episode, no. Das ist dann Last Episode und Next Episode, nein. Genau. Last Episode, das hier. Dann habe ich jetzt nochmal This Episode. Leider wird es eine Integration mit LinkedIn nicht geben, da die Fähigkeiten nicht ausreichen. Ja, beziehungsweise wir brauchen es halt einfach auch momentan nicht, ne? Aber wir haben jetzt erstmal geguckt, was dort passiert. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf die E-Mails an eine. Ja, das ist zu viel. Okay. Lass uns mal einfach speichern und dann ist gut. Hier gibt es ein 901. Okay, let's go. Gehen wir mal hier. 91. Into Address. Okay. Die Frage ist, was davon ist denn jetzt. Das ist irgendwie nicht existent, das ist gut zu wissen. Hello. Das heißt, welche Methode ist das hier? Welche Testmethode? Okay, das passiert in dieser Methode. Okay. Send one E-Mail, das würde funktionieren wahrscheinlich. Ach, da gibt es auch ein Update-Fail, das ist ja interessant. Ja gut, wir müssen natürlich gucken, dass das irgendwie abgefangen wird einfach. Ne? Das heißt, das würde ich jetzt einfach mal. Genau, das würde ich jetzt hier mal auch machen, das Ganze abfangen. Ja. Das heißt, das wird die Nummer 6 hier vorne. Und wir haben hier die Nummer 11, was wir heute haben. Ne? Nummer 4, Person 4, genau, das bin ich nämlich. Aber hier müssen wir mal kurz gucken, dass wir gucken, dass wir ne, irgendwie. So machen, Zeile 91. Was haben wir denn da? Ja gut, das könnte null sein. Aber warum? Eigentlich haben wir das ordentlich getestet. Ja gut, es muss ja nicht unbedingt, ja, es kann sein, dass es null ist, aber auch nur, wenn der Account nicht existiert, ne?
Würde ich jetzt einfach mal sagen, bla bla bla, genau. Das Ganze hier passiert eigentlich nur, falls die Liste ungleich null ist, ja? Also irgendwie so, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das wird dann sagen, von da nach da. Ja. Dann habe ich jetzt hier 6 Beginn. Ne, nicht Beginn. Wir haben ja nur das hier hinzugefügt im Endeffekt. Add 6. Und dann bin ich nochmal unten, habe jetzt auch nochmal Add 6. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht, ne? Würde jetzt den Test nochmal durchgehen. Einfach zum Ausprobieren. Und dann gibt es einen Assertion Fail, ja, dass es irgendwie nicht existiert. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir den Testfall richtig haben. Ja. Dass der Testfall richtig eingefügt ist. Das heißt, wir haben Update Fail. Ja. Ne, wir haben einen Assertion Fail. Assertion Fail. Zeile 46. Ja, okay. Nein, doch, ja. Da drin ist irgendwie der Assertion Fail. Den wollen wir jetzt irgendwie drin haben. Ja. Dass wir zumindest auf jeden Fall eine Message geschickt haben hier. Aber anscheinend wurde die Message nicht geschickt. Ne? Deswegen ist natürlich blöd, dass die Message nicht geschickt worden ist. Also die Message wird nicht geschickt. Oder da wird momentan keine Message rausgeschickt, ne? Obwohl es einen Kontakt gibt. Es gibt einen Account. Ah, wir haben die E-Mail-Message-Class. Okay, und dort gibt es halt keine Message drin, ja? Schauen wir mal ganz kurz, was die E-Mail-Message-Class macht, ja? Das ist ja dann unser Finding und das würden wir dann auch aufschreiben einfach, ne? Dass die E-Mail-Message-Klasse irgendwie momentan was hat, ne? Das heißt, wir würden jetzt, weil es ja auch gleich dem Ende zugeht, irgendwie das hier teilen, ne? Das heißt, wir speichern das Ganze mal und gehen in die User Story, würden das Ganze hier anhängen. Das heißt, das hier mal eben und dann gehen wir mal kurz in den Editor, malen das mal an, speichern das Ganze, genau. Und dann würde ich hier oben sagen, bitte mal uploaden, ne? Das Ganze aus den Downloads hier. Das ist einmal der hier. Und der andere auch noch. Das sind zwei irgendwie, die wir jetzt anhängen. Der ist auch noch dazu. Da gibt es irgendwie so ein Assertion Fail. Müsste man halt mal wirklich Assertion Fail. Dann haben wir ja irgendwie diese Methode, diese Klasse, die wir jetzt aufgerufen haben, ne? Irgendwie ist ja das hier falsch, ne? Das würde ich jetzt mit dazu schreiben. Einfach. Dann scheren wir das und dann haben wir das. Und ansonsten gehe ich jetzt erstmal kurz weiter. Get E-Mail Message List. Dann müssen wir einfach mal nachvollziehen, was der ganze Krams hier macht. Ja. Warum auch immer da jetzt nichts rauskommt, das ist natürlich total blöd, ne? Das ist irgendwie nur dahin geklärt. Da müssen wir halt mal gucken, was da passiert ist, ja. Das ist natürlich total ungünstig. Das ist aber die Erwartungshaltung, dass dort irgendwie
eine Message rauskommt. Und diese Message müssen wir halt am Ende, ja. Den Kontakt hinterlegen im Endeffekt. Ne? Das müssen wir halt nochmal ein bisschen eruieren. Momentan funktioniert es noch nicht. Ich werde es aber beibehalten und gucken. Eigentlich müsste man diese Message einfügen und beim Einfügen muss es dann halt funktionieren. Ne? So muss der Test angepasst werden. Ja. Hier bekommen wir halt eine Message. Die müssten wir auch mit 1 rausbekommen. Ist momentan nicht gegeben. Blöd. Gut. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und schönen Tag. Ne? Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich es, wie gesagt, wieder auf Englisch. Ne? Hatte ich nicht eingeteilt?